Die Pionierinnengalerie zeigt Frauen, die eben in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart eine Vorreiterrolle eingenommen haben. Sie beschäftigt sich mit Frauen, die hier in Graz gewirkt haben. Es sind auch sehr viele Steirerinnen und Grazerinnen vertreten, aber eben auch einige Frauen, die einfach hier einen Teil ihres Lebens verbracht haben. Und es war uns wichtig, diese besonderen Frauen, herausragenden Frauen zu zeigen und ihre Errungenschaften für die Gesellschaft hier zu dokumentieren. Anliegen der Ausstellung ist eben, so ein paar ausgewählte Beispiele zu zeigen von Frauen, die Pionierinnen waren, und aber auch die Brücke zum Heute und zum Hier und Jetzt zu schlagen und darzulegen, dass auch heute noch Pionierinnenleistungen durchaus wünschenswert sind, dass es noch ganz viel zu bewegen und zu erfinden, zu erforschen, umzusetzen gilt. Zahlreiche Beispiele in der Pionierinnengalerie zeugen von den großen Leistungen, die Frauen in Graz vollbracht haben und vollbringen. Hier im Hintergrund sehen Sie die Pionierin Octavia Eigner-Rollet. Sie war die erste Ärztin, praktizierende Ärztin hier in Graz und hat ihre Praxis in der Humboldtstraße 17 im Jahr 1907 eröffnet. Eigner-Rollet hatte eben das Glück, als Mädchen in der damaligen Zeit auch eine höhere Schulbildung zu erhalten. Sie ist 1877 geboren, da war das eben für Mädchen eigentlich noch sehr ungewöhnlich, ja, dass sie in ein Gymnasium gehen konnten. Und sie hat dann eben mit dem Medizinstudium begonnen und war sozusagen mit Anna Schulmeister die zweite Frau hier in Graz, die eben mit dem das Medizinstudium abgeschlossen hat. Eine der Pionierinnen aus unserer Ausstellung ist die Bianca Bleim. Die war erste Grazer Kinderbürgermeisterin. Das Kinderparlament ist eine Institution, die wurde 2005 von der damaligen Stadträtin Tatjana Kaltenbeck-Michel gegründet und verfolgt eben das Ziel, dass sich auch Kinder in die Stadtpolitik einbringen können, dass man die Interessen von Kindern aufgreift und vielleicht auch Kinder für die Inhalte und die Mechanismen von Politik sensibilisiert werden. Und die Bianca war eben die erste, die dieses Amt innehatte, nämlich in der Periode 2005 bis 2006. Und was die Bianca zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen umgesetzt hat, das war zum Beispiel die Ausweitung des Bücherbus-Angebots und die Öffnungszeiten der Grazer Bibliotheken. Martha Tausk war 1919 die erste Sozialdemokratin, die eben in den Steirischen Landtag gewählt wurde. Gemeinsam mit Olga Rudl-Zeineck und Marianne Milwisch-Kaufmann, die beide für die Christlich-Soziale Partei kandidiert haben. Hiermit sind eben diese drei Frauen eben ganz wichtig hier für die Steiermark, weil sie eben die ersten Frauen im Steirischen Landtag waren. Eine weitere von den 20 Pionierinnen, die in der Galerie hier zu sehen sind, ist Grete Schurz. Die war zunächst die Obfrau des 1980 eingerichteten Grazer Frauenhauses. Das heißt, sie kannte sich schon sehr, sehr gut, einfach durch den persönlichen Kontakt und Austausch mit den Belangen und Themen, die Frauen in oftmals schwierigen Situationen betreffen, aus. Und sie wurde 1986 vom damaligen Bürgermeister Alfred Stingel in das Amt der unabhängigen Frauenbeauftragten berufen und hatte dann eben die Funktion inne, auch so eine Schnittstelle zwischen Frauen, also als Einzelpersonen, Verwaltung und Politik zu schaffen. Sie hat die Politik auch für Frauen natürlich geöffnet einerseits, aber auch ganz viele praktische Dinge umgesetzt, also dass zum Beispiel Gemeindewohnungen in erster Linie an alleinstehende Mütter auch vergeben werden, dass die bevorzugt werden bei dieser Vergabe, oder dass es Familienermäßigungen, öffentlichen Verkehrsmitteln gibt, aber auch ganz pragmatische Dinge im Alltag, dann wie mehr Beleuchtung in Tiefgaragenparkplätzen und solche Geschichten. Diese Galerie soll ja auch ein Work in Progress sein. Das heißt, sie soll auch erweitert werden in Zukunft. Und deshalb haben wir ja auch im Internet die Möglichkeit, dass man sich hier einbringt, also Vorschläge bringt, welche Frauen man für wichtig erachtet, dass sie eben erwähnt werden oder gezeigt werden. Die Idee zu den Frauenstadtspaziergängen kommt aus Deutschland, ursprünglich aus Berlin. Und wir haben es sofort nach Graz geholt, Ende der 80er Jahre, 1980er Jahre, um Forschungen über Frauengeschichte, über Frauen, über Biografien in die Stadt zu bringen. Sozusagen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt, wie
als Touristin die eigene Stadt erforschen können. Weil man Frauengeschichte meistens nicht kennt, auch nicht der eigenen Stadt. Damals hat es überhaupt keine Publikationen dazu gegeben. Und wir haben geforscht, eine Gruppe von jungen Wissenschaftlerinnen auf der Zeitgeschichte. Wir haben geforscht, wir wollten dieses Erforschte direkt unter die Menschen bringen. Und das ist gut gekommen. Bestimmte Punkte in der Stadt zu finden, ob das die Universität ist oder in der Sporgasse das gotische Haus, um Geschichten zu erzählen, Geschichten mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, eingebettet in die allgemeine, sogenannte allgemeine Geschichte. Uns ist es wichtig, die Geschichte von Frauen, auch von Strukturen, die Frauen ausschließend waren, oder Erfindungen von Frauen, Taten von Frauen ins Bewusstsein zu bringen und ins Gedächtnis, weil die Dinge sonst erstens vergessen werden und ein kurzes Gedächtnis ist nie gut. Und zweitens, diese Orte anschaulich zu gestalten, durch Geschichten. Es gibt 23 Würdigungstafeln, die vom Projekt WOMENT im Rahmen der Kulturhauptstadt 2003 aufgestellt wurden, in der ganzen Stadt, also mehr oder weniger in der Innenstadt. Diese 23 Würdigungstafeln sind Erinnerungen an bestimmte Frauen, an Ereignisse wie der Kirschenrummel zum Beispiel 1920, der von Frauen angeführt wurde. Diese 23 Würdigungstafeln finden Sie alle in der Stadt. Und eine ist auch hier im Foyer an der Uni. Die Würdigungstafel für Christine Touillon ist eigentlich kein Aushängeschild für die Uni. 1919 schrieb Christine Touillon ihre Habilitation über den deutschen Frauenroman des 18. Jahrhunderts und wollte hier habilitieren und lehren. Und es wurde ihr verwehrt. Sie durfte nicht, weil sie eine Frau war. Begründet ist es geworden von der Fakultätsleitung, dass sie nicht als Frau nicht imstande sei, Männer zu unterrichten, weil sie die Autorität nicht gehabt hätte. Und als Frau kann man quasi, das ist so durch die Blume angedeutet worden, diese jungen Männer nicht unterrichten. Sie war eine Pionierin. Sie war eine Pionierin. Sie war die erste Literaturwissenschaftlerin, die sich mit dem Frauenroman beschäftigte. Frauenliteratur ist ja gar nicht anerkannt worden bis dorthin. Frauen durften an dieser Uni erst ab 1898 überhaupt studieren. Zuerst nur auf der geisteswissenschaftlichen Fakultät, dann auf der medizinischen und auf der technischen Uni, dann ab den 1920er Jahren und auf der katholisch-theologischen Fakultät erst 1948. Das ist noch gar nicht so lange her. Christine Touillon hat sich dann weiterhin der Forschung gewidmet, konnte dann in Wien, an der Uni Wien, lehren. Sie hat sehr viel publiziert, sie hat Kinderbücher auch geschrieben, sie hat Zeitschriften herausgegeben und sie ist leider mit 51 Jahren gestorben. Und zwar ist diagnostiziert worden, bevor sie starb, sie hätte Hysterie. Ja? Und dann ist sie obduziert worden, es war eine Herzinnenwandentzündung. Und heute würde das nicht, wahrscheinlich nicht mehr passieren, weil wir eine Gendermedizin haben. Das heißt, eine Medizin, die darauf achtet, welche Symptome zum Beispiel bei einem Herzproblem haben Frauen, was haben Männer, und das rettet Leben. Der Verein Danaida ist 1991 entstanden. Als Beratungsstelle für Migrantinnen, das war damals im Krieg in Ex-Jugoslawien, wo einfach Sozialarbeiterinnen gesehen haben, es gibt einen speziellen Bedarf auch für Frauen in der Beratung mit Migranten und Migrantinnen, und ist aber relativ schnell eine Bildungseinrichtung geworden. Das heißt, der Bedarf an Deutschkursen hat sich gezeigt und wurde auch abgedeckt vom Verein. Und durch die Finanzierung ist das immer weiter in ist die Bildungsschiene immer stärker geworden und die Beratung gibt es zwar weiterhin, aber eher im kleineren Rahmen. Und der Verein hat sich dann entwickelt als Einrichtung für Migrantinnen mit Deutschkursen. Dann sind Alphabetisierungskurse dazugekommen. Es gab von Anfang an begleitend eine Kinderbetreuung für die Frauen.
Das heißt, dass die Frauen mit kleineren Kindern, die keine Betreuungseinrichtungen haben, auch die Kurse besuchen können. Die Ziele ist Stärkung der Frauen, Lobbying für Migrantinnen, auch Sensibilisierung und Arbeit mit der österreichischen Bevölkerung, um einfach auch den Kontakt zwischen der einheimischen Bevölkerung und den Migrantinnen zu verbessern, den Austausch zu verbessern und die Frauen einfach zu stärken. Das ist einfach unser wichtigstes Ziel.